So, willkommen zurück zu einer neuen Folge bei der letzten Aufnahme von OMSI 1. Was ich jetzt sagen wollte, die gehen dann erst, die gehen ja teilweise, Bad Lauheim oder sowas, da haben wir es schon öfters gesehen, gehen auf eins zu, oder wenn man an der Ampel steht und da unmittelbar dahinter eine Haltestelle ist, rennen ja auf eins schon zu, obwohl man noch nicht an der Haltestelle ist. Und jetzt ist das wohl so gelöst, zumindest habe ich das so gelesen, dass die erst meinetwegen in diesem Haltestellenhäuschen sitzen, und wenn der Bus sich nähert, stehen die auf und gehen schon mal zum Haltestellenschild und von, also die gehen nicht auf die Straße, das ist schon mal gut, weil echt stürzt sich auch keiner auf die Straße, wenn der Bus dann, ne? Und die steigen, glaube ich, auch erst, so stand es da auch, die steigen erst ein, wenn der Bus auch wirklich dran ist. Also wenn ich jetzt hier anhalte, steigt da kein Arsch ein, auch wenn die den Bus sehen. Die warten, bis er da ist. So. Sie kommen ja viel zu spät. Oh Mann, das weiß ich. Also denken die, ich bin so doof und merkt das nicht, oder was? Du weißt ja, Beleidigung, dass sie mich für so doof halten. Ach Mann. Das war, glaube ich, jetzt die Warndinganlage, ne? Ja, ups. Wobei die ja auch sinnvoll gewesen wäre. Wobei das Auto hätte vorbeifahren können, wenn es nicht diesen, diese Fahrspur hätte vom Editor. Dann, würde, das, gehen, oh. Ich fahre immer total teilweise, jetzt Seehof, ach, das hat mir schon, Pervesiner Weg. Ich glaube, jetzt bin ich eins zu weit. Oder ne, ich glaube, Pervesiner Weg ist der, die übernächste Haltestelle. Ne, doch, ist richtig. Ja, So, guten Morgen. So, wird nicht sagen, hallo. Wer was. Oh, ja, eine Kurzstrecke, also bitte. Ausschaut eben jetzt, ne? Wo bist du denn? Ach da, hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Und dann kriegst du da la la zurück. Bitteschön. Ne? Pam. So. Und dann gibt es halt die ganz verschiedensten Möglichkeiten. Wo war ich denn gerade dran? Was für Möglichkeiten? Hallo? Ja. Also wie gesagt, das ist natürlich auch, denke ich mal, ein Spiel, was. Also es ist jetzt nicht das Spiel des Jahres. Es ist jetzt nicht GTA 5, es ist. Für Leute, die sich dafür interessieren, schon der Knüller. Aber ich werde oft gefragt, wie kann man OMSI spielen? Das ist total langweilig. Das sind aber Leute, die denken, man fährt immer auf derselben Map. Das sind Leute, die immer noch denken, bis heute, es gibt nur Berlin-Spandau. Ne? Solche Leute und immer nur dieselben Busse. Ne? So. Guten Morgen. Ach, wo ist denn auf einmal hergekommen? Aus dem Manda raus oder was? Ah. Sehr interessant. Ich wollte was zeigen, und zwar einmal den Sound. Bam. Bam. Yeah, den Sound mag ich. Und im, ach man, jetzt sind so viele Ersteher drin. Liebe Fahrgäste, meine ich natürlich. Ich wollte zeigen. Achso, geht gar nicht da. Wir haben hier. Nein, nicht das, nicht das. Ich kann so. So. Hier können wir am Thermostat einstellen, wie warm es sein soll. Und hier die Stärke der Gebläse. Und dann so. Rein und raus drücken, weiß ich gar nicht. Wir können es ja mal ein bisschen anschmeißen und mal gucken, ob es auch klappt. Das sind hier die Dachluken. Soweit ich weiß, gehen damit alle auf. Die kann man aber vom Innenraum nicht sehen. Komischerweise. Achso, die sind über dem. Achso. Da drüber. Also da ist das Gitter zwischen.
Okay. Dann gab es hier noch das Fenster. Dooferweise, finde ich schade. Kann man das nicht runter machen? Achso, und eine ganz, ganz tolle Neuerung. Wir können mal ganz hier runter machen, nur mal so, Vollständigkeit halber. Man kann hier oben A, die Uhrzeit sehen, B, den Kilometerstand und C, die Geschwindigkeit, wenn wir fahren. Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Einen Moment. Achtung. So. Und der Knopf, der ist mir bis heute ein Rätsel, was der macht. Leider kann man das hier nicht bedienen und eventuell resetten oder sowas. Wenn man das resetten könnte, wäre das ganz nett. Zweitens können wir hier das Display durchschalten. System, okay, errors not found. Created for you by Altair and Wizard. Genau, wollte ich nur sagen, der Bus von Altair. So. Mit Quit kommen wir immer wieder zurück zu diesem Bildschirm und hier können wir das durchschalten. Ich kann mal ganz kurz das Lenkrad wegmachen. Verschiedenen Modi, und zwar hier einmal diese Anzeige, die kennt ja jeder, ne, wenn eine Tür zu ist. Dann haben wir die ganzen Anzeigen, ich denke mal, das sind die Reifen oder irgendwas. Dann haben wir die Öltemperatur. Oder irgendwie Motordings. Außentemperatur 15 Grad, innen drin 18,5 Grad. Das wird aber jetzt wärmer, denke ich. Dann haben wir hier halt noch Öl ist okay und Tank dreiviertel voll. Also ich finde, es ist wirklich super umgesetzt. Hier haben wir noch was anderes, wo ich jetzt gerade keine Lust habe, das zu erklären. Tür zu. Rolle hoch. Ganz wichtig, ich gebe euch mal einen Tipp. Macht nie Rollos runter, bevor ihr nicht wisst, wie man die wieder hoch macht. Das ist mir noch nie gelungen, aber trotzdem wäre es scheiße, wenn das mal so sein sollte. Naja. Jetzt haben wir mehr Verspätung, das hätten wir aber eh wieder nicht reinholen können. Ist ja auch nicht schlimm, aber wenigstens, ich habe den Bus jetzt erklärt. Dann haben wir wenigstens... Achso, ich habe schon... Ah! Schmitz, Knobels... Was? Knobeldorf Straße. Knobelsdorf Straße. Welt Schmitz oder sowas. Schmidt, keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Maulbeerallee. An den Namen erinnere ich mich noch ganz, ganz dunkel, dass der hier um die Ecke war, links, ne? Müsste zumindest. 9,7 Kilometer sind wir schon hier gefahren. Ich denke mal, am Ende sind es 11 oder 12. Sobele. Sobele? Was ist das denn für ein Begriff? So, Maulbeerallee. Ne, immer noch nicht. Also alles ist simuliert. Das ist auf jeden Fall, wem es aufgefallen ist, dasselbe Cockpit wie beim Zito. Nur mit dem Unterschied, ich persönlich, ich finde den Bus hier besser, weil ich mit dem auch in echt öfter fahre als mit dem Zito. Und ich finde so ein 12-Meter-Bus, der reizt einen mehr, weil... Hab ich da jetzt jemanden vergessen rauslassen? Ja, siehst du, genau das meine ich. Ich wette aber, bei OMSI 2 hätten sie darauf bestanden, dass ich wieder zu Allerletzt zurückgefahren wäre. Weil die lassen sich ja nicht alles gefallen. Und ich, liebe Freunde, ich lasse mir auch nicht alles gefallen.